Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal RedHead7LP. Es gibt erneut ein kleines Ründchen Frontschweine im Zwischenzock. Wie immer stellen wir natürlich drei PCs als Gegner ein und nehmen einfach mal den Sandkasten, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, den Rang ändern. Vielleicht, ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, wer noch neu dazukommen wird. Ich stell's einfach mal irgendwie so ein, würde ich sagen. Ups, nee, Namen will ich nicht ändern und austauschen will ich auch nicht. Und deshalb machen wir das einfach mal so und dann passt das schon. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. So zwischendurch mal ein Ründchen Frontschweine macht auch schon echt Fun, das kann ich euch sagen, das kann man ruhig zwischendurch mal so ein bisschen reinwerfen. So eine Runde, das passt einfach auch gut im Zwischenzock. Seville kommt mir irgendwie bekannt vor, das hatten wir glaube ich schon mal, oder das habe ich schon mal mit meinem Bruder gezockt oder so. Irgendwie kann ich mich da glaube ich dunkel dran erinnern. Wir müssten ja gelb sein, wenn ich jetzt eben richtig aufgepasst habe. Das ist gar nicht gut. Der läuft direkt zu meinem hin, ey. Wie fies. Ah, einen Moment mal bitte. Ich muss mal kurz mein Rollo zumachen. Besser gesagt, die Jalousie. Es hat richtig schön geblendet. Ich hab gegenüber von meinem Fenster nämlich, da steht ein Haus und da scheint die Sonne in die Scheibe und von der Scheibe aus reflektiert das richtig schön bei mir rein zum Kotzen. Aber gut. Hellblau ist am Start. Wir sind bestimmt wieder als letztes, wa? Es kommt ja, glaube ich, auch drauf an, wer die meisten platt macht, ne? Hoffe ich mal, also ich hoffe in dieser Runde jetzt auch, wer die meisten platt macht, nicht wer zum Schluss noch steht, sondern wer die meisten platt macht. Und im Augenblick kriegen wir richtig schön auf die Mütze. Das ist nicht so geil. Ich sag ja, wir sind als letztes dran. Komm, Rot muss jetzt auch nur noch auf Gelb gehen und dann habt ihr mich alle angegriffen. Herzlichen Glückwunsch. Alle auf einen. Was macht Rot? Weißt, Hellblau steht genau neben ihm. Ja gut, Dunkelblau greift da an. Kann man machen. Hier, ihr Hunde. Alter. Ja, gut, geht natürlich besser. War aber auch nicht so schlecht. So. Ich würde sagen, wir... ich will immer mit dem Trigger laufen. Funktioniert nicht so gut. Ich werde mich mal hier so positionieren. Alter. Sieht gut aus, oder? Oder kommt vielleicht ein bisschen kurz? Nee, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss es auch erstmal selber wieder... Na, der kommt sogar zu weit. Ah, gut, 40... Boah, das kann man mal machen. 40 ist nicht verkehrt. Dunkelblau jetzt wieder am Start. Geh doch auf Rot. Rot hatte ich eben angegriffen. Das wäre doch optimal. Oder nicht? Sehe ich das falsch? Der geht doch wieder auf mich, Alter. Was bist du für ein Arsch? Oh, oh. Alter. 38. Also wir kriegen hier definitiv nichts gerissen. Der macht mich doch jetzt weg, oder? Stell dich mal neben deinem Blauen hin und dann kann ich da richtig schön reinbolzen. Ach man. Okay, bei ihm ist es normal. Ich habe ihn gerade angegriffen, dass er mich dann zurück angreift. Das ist logisch. Oh oh. Weiter, weiter, weiter. Aua, 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 aua. 33. Ey, wir haben noch einen mit 12 und einen mit 17. Geil. Wie die einfach alle auf uns gehen.
Läuft. So. Dankeschön, der geht auch auf uns. Willst du mich verarschen, ey? Du könntest da so schön in die Mitte reinheizen. Au, ich bin tot. Und ich stehe so weit vom Roten weg, dass es keinen Schaden gibt. Ey, wie fies das einfach ist. Das ist schon echt mies. 70 hat der Typ noch. Ey, Rot macht das Ding hier, würde ich mal behaupten. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das Ding jetzt hier reinbolze. Ich würde sagen, dahin. Ja, komm. Runter, 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 runter. Boom! 42 und 18. Und der nochmal 14 ober. Alter, der steht noch so eine Scheiße. Okay, gut. Einen fertig gemacht. Mann. Ja, irgendwie habe ich so ein Gefühl, als wenn der gleich auf mich geht. Was haben die alle für Probleme mit mir? Lasst mich doch in Ruhe. Rot gewinnt das Ding hier, in der Zeit macht ihr mich platt. Nimm doch hellblau. Ah, oh, der geht auf mich. Aua. Boah, Glück gehabt. Da war ein Berg im Weg. Ja toll, jetzt geht der nächste auf mich. Okay, ich bin vielleicht auch blöd positioniert, aber... Na, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, was das hier wird. Keine Ahnung. Ja komm, geh zu dunkelblau hin. Mach dunkelblau platt und nicht mich. Er weiß selber nicht, was er machen will, oder? Ey, wehe, der stellt sich jetzt daneben, dreht sich um und schießt wieder auf mich. Genau von der gleichen Position. Na, vielleicht trifft er auch einen Berg. Ja, er macht genau das. Zeit abgelaufen. Ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch so getriggert, dass die alle auf mich gehen, oder? Da läuft der übers halbe Feld, ey, dreht sich in Ruhe um und schießt dann auf mich. Oder will denn zumindest auf mich schießen. Guck mal, der guckt doch auch zu mir. Was soll denn das? Gut. Dankeschön. Das ist doch auch voll unlogisch, mich jetzt platt zu machen. Ich würde doch auch, wenn ich rot wäre, würde ich doch jetzt auch auf blau gehen. Weil ich genau wüsste, okay, der hat noch zwei. Der ist doch viel gefährlicher als ich. Mich kann man so nebenbei mit dem Fußkick so weghauen. Okay, das wäre jetzt das Dümmste, auf rot zu gehen, glaube ich. Warte mal, ich würde gerne... Ich stehe hier, glaube ich, ganz nice. Kommt das zu weit, oder? Guck mal, vor allen Dingen, guck mal auf mich, wo meine Kanone ist. Ey, die ist doch in den Berg gebackt. Nicht, dass es gleich Schaden macht. Ja, der kommt gar nicht so schlecht. Boom! Der ist weg vom Fenster. Yay! Explodier neben ihm. Genau. 20 Schaden gemacht. Na, Junge? Ach, scheiße. Mann. Gut, der Blaue verkriecht sich in die Bildschirmecke. Oder was? Gehst du jetzt schwimmen? Was machst du? Im Augenblick... Okay, ich wollte gerade sagen, im Augenblick sieht es ganz gut für uns aus. Denn doch auf einmal, aber jetzt hat sich das Ding wohl erledigt. Jupp. Au, Alter, 50 und 20. Oder war das sogar zweimal? Einfach instant tot. Da war einfach nichts mehr von mir über. Gut, das war ja klar, dass es zwischen dunkelblau und rot hier ausgemacht wird. Ich setze immer noch auf rot. Die waren einfach ein bisschen smarter. Blau hat sich zu leicht von mir ablenken lassen und wollte mich ja auch platt machen. Und da ist Blau auch schon... Ist das Rote da, eure Uniform? Die haben es halt auch einfach verdient. So, die waren halt smarter. So, alle anderen sind auf mich gegangen und Rot hat dann auch mal auf Blau geschossen zwischendurch. Die waren nicht ganz so hohl. Und der eine, ja, der kann sich im Prinzip schon ertränken. Aber ja, auch eine geile Map, ne? Hier eine so eine Pfütze und
Sonst noch zwei Berge oder, naja, gut, ein paar mehr Berge, aber irgendwie. Irgendwie muss man automatisch so ein bisschen an Anno oder Age of Empires oder so denken, wo du denn immer so eine Map brauchtest mit mehreren Bergen, also bei Anno zumindest, damit du Gold und Eisen dabei hattest. Müsste man vielleicht auch mal wieder zocken. Oder Age of Empires, wo du auf jeden Fall Gold brauchtest, Gold und Stein. Und ja, wenn man jetzt noch treffen könnte, ne? Hauptsache mich immer so instant gut treffen und hier. Ja gut, 39 ist jetzt auch nicht verkehrt, aber es sah schon. Da hätte man mehr rausholen können. Wie die sich hier battlen von Berg zu. Also vorm Berg zu hinter dem Berg. Ich glaube, das ist gelaufen, ne? Das Thema ist durch. Gut. Ja, Rot hat das Ding, glaube ich, gewonnen. Ist zumindest das Team, was zum Schluss noch steht. Mal gucken, wir haben ja am Anfang richtig hart abgekackt und dann haben wir dann doch noch zwei Gegner gegrillt und einen Sonderbonus. Wofür haben wir den denn bekommen? Schwein des Tages. Ja, gut. Jedenfalls war es denn im Endeffekt doch gar nicht so schlecht. Wir haben sogar noch den zweiten Platz gemacht, sehe ich gerade. Hellblau war einfach richtig kacke. Selber schuld. Na gut. Ich würde sagen, dass wir das Ganze an dieser Stelle auch wieder beenden. Falls ihr mehr Frontschweine sehen wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.